Wenn du krisenbedingt oder allgemein deine Kosten senken willst, macht es natürlich auch Sinn, all deine Versicherungen zu überprüfen. Und der Bund der Versicherten mit über 45.000 Mitgliedern hat ein Infoblatt herausgebracht, wo genau die Versicherungen einfach mal unter die Lupe genommen worden sind, die du sehr wohl getrost heute kündigen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und mit über 40 Beratern helfen wir bundesweit Unternehmen bei der Gründung, beim Wachstum und schließlich auch beim Exit, beim Verkauf. Und natürlich muss jedes Unternehmen auch ein oder zwei oder drei Versicherungen abschließen. Aber die meisten sind überflüssig. Die meisten Produkte lassen sich Versicherer einfach nur deshalb einfallen, um noch mehr Gewinne zu machen. Der BDV sagt, dass die überflüssigste Versicherungspolice die kapitalbildende Lebensversicherung ist. Denn hier wurde sowohl beim Deutschen Bundesgerichtshof als auch beim Europäischen Gerichtshof schon nachgewiesen, dass dieses Produkt das Geld der Kunden vernichtet. Deshalb kündige einfach nicht nur das Produkt, sondern such dir einen Rückabwickler mit rechtlicher Beratung, der sicherstellt, dass du dein gesamtes Geld plus Zinsen und Überschüsse auch zurückbekommst. Einen Link dazu findest du unterhalb des Videos. Auf Platz Nummer 9 und 8 hat der BDV die Sterbegeldversicherung und Insassenunfallversicherung gesetzt, weil einfach diese Leistung entweder schon in anderen Versicherungen enthalten ist oder du mit günstigen Risikolebensversicherungen abdecken kannst. Auch bei der Unfallversicherung mit Beitragsrückerstattung handelt es sich um ein genauso schlechtes Produkt wie die Kapitallebensversicherung. Denn du hast auf einer Seite den Beitrag für Absicherungen bei Unfällen und dann zahlst du nochmal extra einen Beitrag für das Anhäufen von Vermögen, was du später ausbezahlt bekommst. Aber auch da sind viele versteckte Kosten drin, sodass du unterm Strich einen Verlust machen kannst. Auf Platz 6, 5 und 4 hat der BDV die Versicherung gegen häusliche Notfälle, Handyversicherung und Reisegepäckversicherung aufgenommen. Denn meistens sind diese Dinge mitversichert, auch in der Hausratversicherung. Also überprüfe, dass du hier auch nicht doppelt versichert bist. Auf Platz Nummer 3 hat der BDV Krankenhaustagegeld gesetzt. Als Selbstständiger macht es vielleicht viel mehr Sinn, dass du dir Gedanken machst, eine Betriebsausfallversicherung abzuschließen, wenn du Mitarbeiter hast und laufende Fixkosten. Und auch die anderen beiden Versicherungen, Brillenversicherung, Glasbruchversicherung, sollte normalerweise entweder in der Hausratversicherung mit drin sein oder betrieblich in der Sachversicherung. Die wirklich relevanten Versicherungen, die du als Unternehmer brauchst, ist natürlich deine Krankenversicherung, unkombiniert mit einer Pflegeversicherung. Zweitens deine Haftpflicht, also die betriebliche Haftpflichtversicherung. Und das dritte ist die Kfz-Versicherung. Und wenn du wirklich viel Vermögensgegenstände hast, Betriebs- und Geschäftsausstattung, kannst du es erweitern um eine betriebliche Inhaltsversicherung. Alles andere, sowohl Rechtsschutz oder auch Produkthaftpflichtversicherung, muss im Einzelfall geprüft werden, ob es für dich unterm Strich auch Sinn macht. Wenn du Unterstützung brauchst bei der Überprüfung deiner Versicherungsprodukte, so kannst du auch bei uns gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Finanz-, Unternehmens- und Marketingberater bei uns im Team, sondern auch Versicherungs- und Finanzspezialisten, die jede deiner Police auf den Prüfstand stellen können. Gerne kannst du also jetzt Daumen hoch machen für das Video, unseren Kanal abonnieren oder uns sofort kontaktieren für ein kostenfreies Erstgespräch. Viel Erfolg wünsche ich dir bei deiner Kostensenkung, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.